Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, weiter geht's hier mit Two Point Campus und warum sind meine Ziele hier außen? Warum sind sie weg? Da sind sie. Meine Ziele sind immer noch der erste Stern hier in Breaking Point. Es sieht ganz gut aus. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist mal hier unten ein bisschen was verschönern. Wir werden mal ein bisschen Essen und Trinken mit hinstellen. Zum Beispiel einen Wasserspender mal hier mit reinbringen. Einmal hier auch noch. So, damit unsere Leute hier vielleicht auch mal ein bisschen was zu trinken und zu essen haben. Das ist schon ganz gut. So. Mülleimer überall. Zack. Bei dieser Reise ging es um regionale das haben wir. Und kulturelle dann ein paar Sitzplätze. Des einen Vol-au-vent ist des anderen welterschütternde Offenbarung. Ich hätte gern die hier, ja. Smogli bepinseln und panieren ihren Fisch seit Menschengedenken. Doch im jüngst eröffneten Panasado verwenden sie zerstoßene Chisiga. Da könnten wir uns ja hier eine hinstellen. Das war mit Abstand der hier würde ich gerne da auch noch einen stellen. Mal das ein bisschen hier rüber schubsen. Ja, können wir. Sehr gut. Halleluja. Geh bitte weg, ich möchte hier den Mülleimer aufnehmen. So. Sehr schön, das ist eine super Ecke. Die gefällt mir ganz gut. Dann werden wir jetzt zwei Quietscheententeppiche mit reinbringen. Zum Reinigen verstopfte Toiletten benötigt. Wunderbar. Ich hätte gerne, dass das ein bisschen so mittig drauf ist. So. Doch, das sieht ganz gut aus. Das gleiche dann hier auch. So. Doch. Sehr schön, das gefällt mir. Ein paar Bilder an die Wand. Schade, das Herz geht nicht so. Dann machen wir das so. Zack und zack. Super. Gefällt mir. Schön. Haben wir auch hier eine kleine Chill-Ecke gemacht. So, dich nehmen wir nochmal auf. Und machen das so hin. Dann werden wir... Hier passt das nicht. Ah, schade. Passt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber gut. Nehmt bitte Platz. Dann müssen wir das so machen. Und dann nehmen wir hier nochmal. Und... da auch noch mal ein Fensterchen rein. Ist was zu essen. Zack. Und hier auch noch mal. Zack. So. Ja doch, kann man so machen. Finde ich gar nicht so schlecht. So, wie sieht's aus? Das ist schön. Das ist auch gut. Hat doch was, oder? Also ich finde das hier sehr schön, die Ecke. Die gefällt mir. Super. Dann gucken wir mal, dass wir aber noch ein Bild hier vielleicht mit dranhängen. Da passt doch noch was hin. Die hat Ihnen genauso gefallen wie mir die Reise durch unser wunderbares, mysteriöses County. Meine Schilderungen haben mir richtig cool gemacht. Also öffne ich jetzt den Kühlschrank und beschmiere das erste, was ich schön mit Mayonnaise. Ricky Hawthorne super. Sagt tschüss. Das haben wir. Wie gesagt, Klinik und Seelsorge und noch ein weiteres Tonstudio will ich mit reinbauen. Das steht noch auf meiner Liste. Allerdings müssen wir erstmal warten, bis jetzt das Jahr um ist. Das möchte ich jetzt noch gerne, weil wir haben ja noch ein Tonstudio, was wir aufbauen müssen. Und das hat erstmal Vorrang. So, hier der Bereich, den finde ich schon eigentlich ganz gut und ganz fertig, muss ich jetzt mal so sagen. Wenn man es jetzt mal so falsch sagen könnte, grammatikalisch. Das würde ich eigentlich gerne so lassen. Hier den Bereich, den finde ich eigentlich auch super. Da würde ich auch nicht viel ändern wollen. Was noch ein bisschen... zu ändern ist, ist hier vorne.
Wie gesagt, hier. Und hier hinten. Wo ist es? Ja, den Schrebergarten. Da könnte man auch noch ein bisschen was machen. Müssen wir mal schauen. Es gibt noch viele Sachen, die wir machen können. Shoegrease, ja, ein Konzert können wir nicht machen, weil wir haben kein Studierendenzentrum. Das ist auch was, was ich mit auf meiner Liste mal packen sollte. Müsste ich mir mal aufschreiben. Stift. Zettel. Studierendenzentrum. Studierendenzentrum. So, habe ich mir mal aufgeschrieben. Da kann man es lesen. Nein, kann man es nicht. Schade. Studierendenzentrum aufgeschrieben. Nee, finde ich gut. Muss man sich mal merken. Ich sehe auch unten hier eine lange Schlange. Vielleicht sollten wir, was das angeht, uns nochmal überlegen, ob wir noch ein paar weitere Stände uns besorgen. Wäre ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Das Beachapalooza kommt ja an sich ganz gut an. Sollten wir vielleicht auf 2 im Jahr hochgehen? Dass wir 2 Beachapaloozas machen? Finanzielle Mittel haben wir. Müssen wir mal planen ein bisschen. Ich denke mal, eine Eventplanung müssen wir so oder so machen. Dass wir so ein bisschen gucken, dass unsere Studentenzufriedenheit auch weiterhin so hoch bleibt. Ich bin unschlüssig. Ich bin da wirklich unschlüssig, was das angeht. Aber wir müssen, denke ich mal, mehr Partys anbieten. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So, wir könnten schauen, ob wir noch einen weiteren Assistenten kriegen für die Bibliothek. Was ist mit dir? Lässt Müll fahren. Hervorragende Körperhygiene. Perfekt. Du bist gut. Dich nehmen wir. Und werden dich hier rauscanceln, dass du dann nur in die Bibliothek gehst. Ja, ich denke, das passt. Kann man eigentlich auch einstellen, dass hier 2 Mitarbeiter sind? Ja, man kann das einstellen. Und wo ist eigentlich mein zweiter Mitarbeiter? So. Ich hab 2, ja. Macht Pause. Dann machen wir Pause. Gut, dann sind nämlich immer 2 hier drin. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So. Das Jahr ist gleich um. Und wenn das Jahr um ist, ist es gut. Dann können wir mal ein bisschen planen wieder. Na komm, mach jetzt hin. Wir haben doch keine Zeit. Ich könnte auch einfach schneller spielen. Das wäre vielleicht einfacher. Aber nein. So. 100% Bestandenrate, Abschlüsse 15, Prüfungsnoten Durchschnitt 84%. Das sieht ganz gut aus. Wir haben keine Auszeichnung erhalten? Das finde ich jetzt aber ein bisschen lahm. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass hier unser Campus so schön ist. Und dann das. Na gut. So. Ein weiteres Tonstudio müssen wir bauen. Ich nehme mir das mal jetzt hier einfach. Und setze das mal hier hin. Würde ich jetzt wirklich genau so machen. Zack. Das haben wir gemacht. Dann werden wir uns mal unseren Kalender reinbegeben. Und wie gesagt, das bearbeiten. Das würde ich gerne auf hier hinschieben. Event buchen. Neues Event erstellen. Und dann würde ich gerne noch ein zweites Beachapalooza machen. Event buchen.
Und das auf April setzen hier. So. Harrison Wolf. Genau. Point Radio. Event buchen. So, das haben wir. So, das hier sollten wir vielleicht ein bisschen rüberschubsen. So, Event buchen. Hier spricht Harrison dann, Wolf, euer Gastgeber bei diesem akustischen. Was kann man noch machen? Das ist die Party in der Party. Die Talentshow. Es wird eine Bühne benötigt. Können wir alles nicht machen. Das Ding. Wohnzimmerparty, Aufenthaltsraumparty können wir alles nicht machen. Genau. Dann haben wir doch noch hier unseren Film. Genau, den hier. Den müssen wir natürlich jetzt ein bisschen umsetzen. Den würde ich jetzt hier buchen. Zack. Und gleichzeitig würde ich in dem anderen Raum einen Actionfilm zeigen. So. Zack, Vorlesungssaal 2. Jedes Jahr buchen. Ach, erstmal Zimmer auswählen. Jedes Jahr buchen. Event buchen. So, dann haben wir nämlich hier jetzt hier zwischen, denke ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Die Leute sollten damit allem zufrieden sein. So. Jetzt geht's weiter. Wir gehen nochmal hier rein. Und werden da noch ein bisschen weiter dran bauen. Wir werden bauen. Wir werden bauen. Wieso passt das jetzt hier nicht? So. Hier passt das so nah beieinander und das nicht. Wollte mich veralbern. Das ist ja doof. Na gut. Dann machen wir das halt so lang. Hausmeister bei den WCs benötigt. So. Ich hätte gern noch das Teil. Was ist das eigentlich nochmal? Ein Kopierapparat, genau. Und dann werden wir noch zwei Oszillatoren nehmen. Super Server wäre vielleicht noch ganz nett. Und ein digitaler Server. So, das haben wir. Dann nehmen wir nochmal Monitore hier mit rein. Und hier wäre es cool, wenn wir auch nochmal Konsolen mit reinnehmen. So. Zack. Hausmeister für die Reparatur benötigt. Eigentlich, ich würde mal überlegen. Ich überlege, ob ich hier zwischen irgendwas packe. Also, dass ich dann nicht nur die Konsolen einfach hinklatsche, sondern dazwischen noch irgendwie eine Pflanze oder sowas. Ich hätte ja gerne irgendwie eine Statue oder sowas gehabt, aber das sagt alles nicht so wirklich zu. Ja, das ungültige Objekt können wir halt nur verkaufen. Ich würde es erstmal so lassen. Vielleicht fällt mir da noch ein bisschen was dazu ein. Zu dem Computerraum, aber ich denke, der Computerraum ist jetzt erstmal soweit fertig. Wir setzen uns jetzt hier mit dem auseinander. Da werden wir noch ein Tonstudio mit reinbringen. Zack. Und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Einen Mülleimer bräuchten wir. Das geht nicht. Geht das nicht, der Mülleimer dahin? Dann will ich aber, dass der dahin geht. Jetzt passt das? Also manchmal frage ich mich auch, was hier gerade Phase ist. So. Da machen wir eine Pflanze auf jeden Fall hin. Das sieht ganz gut nämlich da aus. Hausmeister bei den WCs benötigt. So, dann
werden wir... Das haben wir ja hier. Dann gibt es noch so eine Gerätschaft hier. Aber hier hinten ist noch was. Da hätte ich gerne noch einen Mülleimer. Zack. Und zack. Und zack. So, jetzt aber. Die Gerätschaft hier... Zack. Die Gerätschaft hier. So. Irgendwie, das gefällt mir nicht. Nee, die müssen wir so machen. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So. Machen wir hier über Eck auch wieder so ein Fenster rein. Zack. Das setzen wir hier so in der Mitte hin. Dann nehmen wir uns noch das Mischpult. Einmal. Zweimal. Doch, so sieht das. Das sieht nett aus. Das finde ich klasse. Das gefällt mir. So, dann. Eine Pflanze noch dazwischen gesetzt. Ja, doch, hat was. Ich lebe jetzt schon länger im Two Point County, als ich mich erinnere. Sehr schön. Und doch höre ich ab und zu noch neue Redensarten. Dann gibt es da. Zum Beispiel traf da noch was. Rookie Hawthorne. Wir plauderten ein wenig und dann sagte er, auch noch. Er müsse mal. Für kleine Pferdchen. Ich habe das gefällt mir. Schimmer, was er damit meinte. Ich gut. So, dann ich will es auch gar nicht wissen. Dieser Mann werden wir hier und noch... So soll es auch bleiben. Nein. Wieso geht das jetzt nicht? Eins. Zwei. So. Das finde ich ganz nett. Und sowas ähnliches würde ich eigentlich gerne hier auch machen. Da blockiert das Objekt. Also werden wir das anders machen müssen. Wir werden das mal hier ein bisschen rüberschubsen. Und dann werden wir das so machen. Ich habe da gerade eine Idee. So. Da blockiert's. Da ist es nicht erreichbar. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Super. Die werden wir noch ein bisschen rüberrücken. So. Das sieht doch mal ganz nett aus. Das finde ich schön. Mal ein bisschen was anderes. Ja. Kann man so machen. Gut, Fenster brauchen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir. So. Und hier zwischen auch noch. Und dann werden wir noch ein paar Poster ranhängen. So. Helium Balloon. Zack. Dann gibt es hier noch ein Poster.
Und hier genau das gleiche. Eins. Zwei. Schade, mehr haben wir nicht. Und Bandpostern müssen wir uns mit was anderem behelfen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Egal, wir machen jetzt einfach überall das gleiche rein. Das ist ja Jacke und Hose. Gut. Doch, das gefällt mir. Das Tonstudio haben wir sehr schön eingerichtet. Ah, hier vorne fehlt noch ein bisschen was. Also doch nochmal rein. Dann gibt's einmal da was und einmal dort was. So, jetzt müsste das aber... Ja. Sehr, sehr schön. Fällt mir. Supi, damit würde ich sagen, kann man das einfach kopieren und dann hier reinpacken? Wie viel kostet der denn? Wir könnten es kopieren. Dann machen wir das auch. Verkaufen das hier. Und nehmen uns das hier einfach nur und kopieren das Ganze. Das sieht nämlich so gut aus. Das können wir gleich zweimal bauen. So. Genau, das Einzige, was wir machen müssten, ist dann hier das Fenster raus. Da das Fenster raus. Da stimmt es. Hier das Fenster raus. Ja, und die ganze Fensterfront bleibt. Sehr schön. Gut, haben wir. Und damit könnten wir dann auch sofort ins Folgejahr starten, was wir auch machen werden. Achso, haben wir eigentlich genug Schlafplätze? Fällt mir mal gerade so ein. Ja, haben wir. Wir hatten ja hier extra nochmal was gemacht. So, Folgejahr starten, Folgejahr starten. Sehr schön. Doch, das sieht knorke aus. Wir haben noch ein bisschen Money übrig. Und mit dem restlichen Money werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge eine Klinik bauen. Eine Seelsorge müssten wir uns noch einrichten. Und ich bin am Überlegen, dass wir uns vielleicht noch anfangen, so mit Studierendenzentrum und sowas halt zu beschäftigen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also auf jeden Fall haben wir fleißig was gewerkelt hier. Ich denke, damit haben wir auf jeden Fall viel geschafft. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier vorne könnten wir noch was hinbauen. Da können wir zum Beispiel noch einen Schlafsaal dann hinmachen. Machen wir jetzt mal. Der passt nämlich perfekt da hinein. So, da haben wir schon mal genug Platz. Und ich bin auch am Überlegen, dass wir... Ja, passt mal auf. Wir werden hier das mal umbauen. Und dort... Hier sind die Betten. Ich bin's wieder, Harrison Wolf, um euch hier auf Radio Two Point den Tag zu versüßen. Genau, das hätte ich gerne mit. Heute haben wir wieder eine Menge radikales Radio für euch. Mit Musik, so, Geplauder, einmal. Und mit etwas Glück sogar Neuigkeiten, die das Ganze. Und hier genau das Gleiche, da würde ich gerne das rausnehmen. In neuem Licht sehen lassen. Und dafür dann das Liebesbett mit drin. Das war so in jedem Gebäude quasi ein Liebesbett haben. Das finde ich ganz nett für unsere Studierenden, dass die sich da auch lieben können. So, der Wunsch an einem Studierendenzentrum ist da. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall, habe ich ja mir schon aufgeschrieben, in die nächste Folge aufheben. Da werden wir das dann mit reinbauen. Da habe ich schon überlegt, dass wir das hier hinten mit reinbringen, hier in dem Bereich. Das sollte gut passen. Aufenthaltsraumparty ist gewünscht. Dafür brauchen wir einen Aufenthaltsraum. Muss ich mir auch noch notieren. Ja, aber ansonsten bin ich hoch zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Vergesst nicht auf jeden Fall abonnieren, kommentieren, liken. Guckt bei der nächsten Folge mit rein. Schaut euch meine anderen Let's Plays an. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen nebenbei hier zu laufen und schon auch abgeschlossen. Ja, mit den Worten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!